Moin, herzlich willkommen zur weiteren Folge LS22 Ehrengrad. Letzte Folge haben wir Zucker runtergeliefert und die zwei Bäume da hinten gefällt. Und wir haben von dem Mod erweiterte Finanzen Geld bekommen. Ich nenne es mal von der EU haben wir Geld bekommen. 10.000, sage und schreibe. Wow. Ich konnte mich gar nicht in der Socke halten. Das war so viel. Ich habe Freudensprünge gemacht. Deswegen werde ich dann doch mal gucken, dass ich mal einen Antrag bei der Gemeinde stelle, dass ich ein bisschen Geld bekomme vielleicht. Vielleicht, so. Gucken wir nächste Woche mal. Beziehungsweise mal warten mal ab, was die Silage und so bringt. Oder, ja nee, ich brauche so oder so Geld. Egal wie viel die Silage mir bringt. Und man muss es ja nicht das ganze Jahr laufen lassen, die Ding. Ich kann ja mal für so ein halbes Jahr oder so vielleicht stellen und dann ist gut. Ja, mal gucken dann mal. Die Folge, nächste Folge, keine Ahnung. Wie ich Zeit habe und dran denke. Weil ganz ehrlich, langsam ein bisschen Geld brauchen wir mal. Wir müssen ein bisschen vorwärts kommen hier. Projekt geht nur noch bis November. Dann ziehen wir in den Wald um. Deswegen ein bisschen was reisen will ich hier noch. Ich spiele jetzt seit 2 Jahren fast hier. Und irgendwie sieht der Hof immer noch aus wie der Standardhof. Da kamen ja viele Maschinen dazu. So gesagt. Hat er gehofft, dass der eine Mod da ein bisschen was Geld bringt? Aber anscheinend habe ich zu wenig Land und zu wenig Maschinen und so. Naja. Das Lampe hier anmachen, ich sehe nichts. Normale? Ja, ich glaube, den erst muss ich abmachen. Der ist ein bisschen arg lang. Boom. So, dann stecke ich mir hier wieder einmal ab. Einmal so bitte. Den testen wir mal. War der so drauf? Nee, ganz ehrlich. Ich schneide ihn einfach gleich durch, gut ist. Ganz einfach. Ich sehe jetzt schon, dass es nichts will. Boom, aua. Jemand den aufgeladen bekommen? Keine Ahnung. Oder ich noch was. Sehen wir dann. Gut, nächster Baum. Ach, die Birke ist doch ein bisschen kleiner, ja. Aha. Das ist eine Birke, genau. Die können wir auch so lassen, wie sie ist. Die braucht jetzt keine Äste abzuschneiden und so. Ah, top, da hinten noch was. Eine Spitze hängt noch was. Ach. Da vorne. Warte mal, die sind ein bisschen lang. So, genau, dankeschön. So, nächste Birke. Geht ein bisschen schneller als das andere Ding da eben. Und mal nachgucken könnte, was für eine Baumart das eigentlich war. Weil ich kenne mich da ja, bin ich ehrlich gesagt. Was? Ich kenne mich da null aus, sagen wir so. Ich komme zwar ein bisschen vom Land, aber. Baumarten. Boah. Ich weiß, was eine Tanne ist, ich weiß, was Laubbäume sind. Und Birken erkenne ich auch immer gut, ja. Weiße Bäume. Aber restliche Arten. Keine Ahnung. Bin ich ehrlich. Außer also Apfelbaum, Kirschbaum, klar. Also wenn halt was dran hängt. Na, so. Mal wieder einmal durch. Segnet jetzt alles. Aha, unten auch nochmal. Balla. Okay. Dankeschön. Einmal da vorne noch rein. Den dicken Oschi hier. Sehen wir klar, was für eine Baumart das ist wieder. Was wir da stehen haben. Das ist eine Eiche. Ah, okay. Und dann gehen wir auch mal wieder ins Bett.
Na, darum. Den können wir so nehmen. Und die Eiche da vorne. So. Ab. Ja. Das haben wir schon gesagt, dass es gerade speichert. Einfach wie wild mit der Kettensäge rumfuchteln. Egal, Attacke! Und danach ab und danach ab. Und du gehst auch ab. Hier bleibt keiner verschont. Alle Äste ab. Einmal wieder teilen. Oh. Ich möchte nur diesen. Oh. Sie werden der alles abschneiden. Machen wir so. Einmal da durch. Dankeschön. So, was war das da vorne? Ist das eine Baumart? Das dicke Ding? Oh, eine Eiche. Okay. Hatte ich mal schon fast gedacht. Die bleiben alle stehen und das und das und das und das und das. Ja, perfekt. Aua. Au. Würde ich sagen, geh mal ins Bett, oder? Ja. Ja. Genau. Ja, ein paar Bäume zu machen, haben wir noch deswegen 8 Uhr. Zack, zack. Und wir verkosten das mal wieder. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was diese 3000 Euro sonstige sind. 800 Euro Einnahmen Gebäude ist die männlich. Ja, der Funkenmast hat sich mir nicht so ganz gelohnt. Ich weiß ja nicht. Ja. Taschenlampe. Einmal wieder ausmachen. Die Musik ist mir gerade ein bisschen zu ruckig hier. Erste Mal gucken wir dann nach den Schokoladepreisen. 3,819. Noch nicht ganz. Silage. Ja, nochmal 3,44. 3,50 und sinkend. $3,50 ist schon verdammt gut, oder? Weil 3,44 ist eigentlich der höchste Preis und 3,50. Steht aber sinkend. Im Januar jetzt. Noch. Ganz ehrlich, die Bäume sollen jetzt warten. So. Ja, meine Waldra. Der hat noch viel Leistung zum schnellen Aufladen. Meine Güte. So, jetzt. Da möchte ich auch wieder gefahren werden. Gut, irgendwo haben wir noch einen Ballenwagen. Ich glaube, da müssen noch ein paar Sinageballen drauf sein. Glaube ich. Oder? Ja, genau. Komplett voll? Nee. Dann verkaufen wir die sehr schnell und schnell. Weil der Preis ist schon eigentlich recht gut, finde ich. Ich hatte da vorne erst gerade noch ein paar auf, die ich schon drauf kriege. Weil die restlichen Bahnen sollten mir reichen. Und die komplette Frohe kommt auch noch fort. Das ist klar. So. Platz mehr. Platzmäßig ist es halt so eine Sache hier. Ja, das habe ich jetzt so ganz bedacht erscheint. So, sieht schon besser aus. Ich hätte gerne nur die ausgepackten hier. Ich glaube, die anderen nimmt auch, glaube ich, gar nicht. Hoffe ich. Gut, ich glaube, die gehen fast alle ziemlich drauf, oder? Die andere Wurst, die dürfte eigentlich reichen, so Kühe für die.
dauert ja, denke mal, so spätestens im März rum, werde ich eh dann wieder. Oh meine Güte. Na komm. Jetzt hänge ich ernsthaft da hinten fest. Es nehmen doch Scheiß Bobalen da noch. Das geht jetzt nicht hier aus. Bitte diesen einen Ballen da. Dankeschön. Theoretisch könnte es doch klappen, dass ich hier rauskomme, oder? Heidelei. Dafür haben wir das Tor doch hier gebaut. Ja, das müsste eigentlich. Ja, natürlich, wunderbar. So, was haben wir gesagt? BGA. Frage ist ja nur, wo fahre ich gerade lang? Ich habe hier nicht so viele Tore gebaut. Beziehungsweise nur eins. Gut, ganz voll hatte ich noch eins gebaut, aber da habe ich ein Auto in den letzten gebaut. Da haben wir nichts mehr. Geht das da auf? Dankeschön. So, einmal zu BGA bitte. Beziehungsweise, Gang raus. Ganz kurz nochmal Menü nachgucken. Bin immer so einer, der guckt nochmal voll selber. 3,50. Okay. Gut. Dann Vollgas voraus zu BGA. Die müsste doch da vorne sein, gell? Genau. War ich, glaube ich, noch nie. Also ich war schon zu Fuß dort und ich weiß, wo die ist. Aber jetzt so im Spiel hier, Safe Game. In diesem Projekt noch nicht. Hab da noch nie was verkauft. Wieso steht denn da bei der KMH-Anzeige 15? So, die KMH-Anzeige, oder? Unten. In der Mitte, über dem Lenkrad. Doch, ich glaube schon. Ach, egal. Vorne kommt ein Kreisverkehr. Gut, noch ein gutes Stück haben wir noch. Liegt doch schon ein Haufen Schnee hier rum, ey. Meine Güte. Und da vorne müssen wir klar biegen. Ah, das kann im Glück fertig werden jetzt. Ui. So. Oh, da drüben fährt der Zug. Hallo. Hört er eh nicht, aber egal. Okay, da vorne dann links. Wunderbar. War viele Leute unterwegs hier bei dem Wetter. Ja gut, okay, spazieren gehen. Oh je, da kann ja geschoben hier. Mir gehört es ja deswegen Schiebstau. Ne? Oh, ich bin schon einiges auf Schnee hier rum. Wo muss ich denn eigentlich hin? Muss ich hier? Ja, oder? Würde zumindest Sinn machen. Und verkaufen müsste ja gehen. Und da ist wahrscheinlich dann Gülle und Kram. Abladen? Achso. Okay. Ja, abladen bitte. So, und jetzt? Huh.
Haben wir da Silage rein. Ich wollte die eigentlich gar nicht verkaufen, die Silage. Und nicht in die BGA reinschmeißen. Ich wollte da schon gern Geld für haben. Oh. Da drüben macht es auch keinen Sinn, wenn man die einschmeißen muss. Oh. Das ist doch jedes Mal. Steht doch als Verkaufspunkt drin. Warte mal, stopp, 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 stopp. Lass das mal keine weiteren auf, bitte. Drüben ist noch ein Abladepunkt. Das ist ein Trigger irgendwie. Gib mal die doch einfach mal da hin. Sind jetzt zwei Ball. Hätte mich jetzt auch gewundert. Wenn ich da jetzt hätte verkaufen können. Ja. Ja. Ich mach so, ich lade die Dinger jetzt wieder auf. Offcam. Und dann sind wir nächste Folge auf dem Weg zum Viehhändler wieder, weil der da. 3, 43. Steigt der Preis gerade? So sagen wir. Wahrscheinlich auf dem Weg zum Viehhändler wieder. Und ich werde auch dann die Tage genau gucken, wie viele Ballen es waren, die da weggegangen sind. Und die mit den Preis auch noch holen. Da bin ich eiskalt. Weil ich weiß nicht, was mit der Silage da jetzt passiert, da drin ist. Ich weiß nicht, ob ich die BGA noch kaufen werde irgendwann. Und solange ich die nicht kaufe, bringt mir diese Silage da gar nichts. Wenn ich sie mal kaufen sollte und die Silage immer noch drin ist und die mir Geld bringt, dann kann man dann sagen, okay, ich tue das Geld da wieder abziehen. Aber ich möchte das Geld jetzt haben und weiß nicht, ob ich die BGA irgendwann kaufe. Also tue ich dieses Geld mir dann gut schreiben. Im Verhältnis zu den anderen Dingen. Wie die Ballen mir bringen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder. Ich stelle einen Antrag für, bei der Gemeinde für ein bisschen Subvention und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Also, tschüss.